Heiliger Schlosser, sieht das hier aus. Dann gucken wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ich bin gespannt. Ich höre eine Uhr ticken. Booker, das Plakat. Was ist damit? Dafür ist der Couchschlüssel. Stimmt. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Die kaputte Uhr? Die hier scheint es zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Wie geil. Wie geil. Haben wir das auch gelöst, das Rätsel? Ich kann. So, wir machen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gesundheit. 1, 2, 3, 4 Schild und 5 und 4 Salz. Ich mach Schild. Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slade hat mir klar gemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Ach ja, Columbia. So, wir müssen da lang. Oh Gott, ja, ist gut, ist alles gut, alles gut. Ich seh's nicht. Verdammt, ich seh's nicht. Jetzt aber. Da ist die Fabrik, da müssen wir hin. So, da haben wir das Geschütz auch ausgeschaltet und dann haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. Haben wir ein bisschen Ruhe hier. So, ich gucke nochmal hier eben. Wenn wir jetzt schon hier sind. Aber wie geil das gemacht ist, ne? Auch hier mit dieser Schiene zum Beispiel, ne? Dass man sieht, da hier werden die Waggons reingefahren, hier werden die dann repariert oder so. Mit diesen Kisten und alles. Und alles hat einen Sinn und Zweck in dieser Welt. In dieser atemberaubenden Welt. Und ich finde es so geil. Das ist so ein Traum. Oh, warte mal. Ein paar Silberigel können wir mitnehmen. Munition für Karabiner auch. Und dann können wir uns das Salz mitnehmen, was hier steht. Sehr schön. So. Und das ist das, was ich meine. Dieses alles hat einen Sinn und Zweck. Ne? Nicht so wie in anderen Spielen. So, hier ist die Werkstatt. Dann schauen wir mal, dass wir Chenlin jetzt antreffen. Also ich hoffe mal. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Vielleicht. Booker, da. Der Ein Schrein. Buddha? Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Der Schrein ist anders. Kein Buddha mehr. Was ist hier los? Was macht er da? Die Maschinen sind weg. Mr. Lin? Chenlin? Verzeihung, Chenlin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen, sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Boah, keine Ahnung. Nicht. Warten unten. Okay. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Hä, das ist eine ganz andere Frau. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Mhm. Verwahrstelle Shantytown, da müssen wir hin. Hat sie recht?
Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Shantytown. Da bin ich ja mal gespannt, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich auch wieder so ein Verrückter. Lin hatte Nasenbluten. Ja. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Also, Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Da hinten sind Gegner. Ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Dann gibt es die Kühe. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Sie lieben Fleisch, Milch und sie arbeiten. Und dann, dann gibt es noch die Hyänen. Meine Güte, lass mich doch in Ruhe. Ah, hier. So, war's das jetzt? Gott sei Dank. So. Ist das die Polizeiverwahrstelle hier? Shantytown, ja, hier. Eieieiei. Hallo Jungs. Na, wie schaut aus bei euch? Alles Roger in Kambodscha? Brauchen wir irgendwas? Munition könnte ich gut gebrauchen, ne? Nehmen wir uns mal ein paar Silber-Igel mit und dann hauen wir uns mal ein paar Munition für den Karabiner. Was warm haben wir? Cremefalle, Boost, okay. Teufelskuss, Boost, erhöht den Schaden. Machen wir mal, komm. Haben wir zwar ein bisschen Geld ausgegeben, aber besser ist. Besser als wie wir dann nachher dann ohne Kräfte stehen. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich... Sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Ja. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Oh Gott, das sieht... Elizabeth! Schon dabei. Elizabeth! Bitte sehr. Der gehört jetzt zu uns, ne? So, war's das? Da hieß noch einer. Wie gut, dass ich schon vorher auf das Geschütz gezielt habe. Geschütz ist kaputt, okay. Danke. Oh, sie kann sogar durch die Wand werfen, geil. Gut, dass ich Munition gesammelt habe, alter Schwede. Aber wie geil das immer noch aussieht, das ist unfassbar. Entschuldigt bitte, wenn ich das häufiger in dem Let's Play erwähne. Aber es ist einfach so. Es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber es ist so. Hä, hey, was war das denn? Achso, Deckung. Aber es ist so ein geiles... Huch. Boah, ich glaube, ich würde hier seekrank werden, wenn ich hier... Wenn ich hier in der Lüfte leben würde. Weil allein die Schaukelei, ja, wenn du im Bett liegst, das ist doch bestimmt irgendwie... sehr merkwürdig, oder? Also Comstock ist dann auch natürlich der Ursprung des Bösen dann auch, klar. Oh, das können wir gut gebrauchen. Wie kriegen wir das offen? Ein Lockpick, aha, eine Pistole oder ein Revolver, den wir nicht gebrauchen können, aber wir müssen irgendwie das Tor öffnen. Die Frage ist nur, wie. Schrotflinte will ich gerade nicht. Ich hoffe, wir kriegen... Ah, geil. Ich mag sowas. Ein Fahrstuhl. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Fahrstuhl mal. Bereich verlassen. Achso. Shantytown. Elisabeth, liegen die Menschen in Shantytown am Herzen, was sie im Kopf und Kragen kosten kann. Ja, das stimmt allerdings.
du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Was? Hab ich gar nicht gesagt? Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft Nein. ein riesiges Vogelwesen ist. Nein. Erzähl doch nicht so was. Ich muss ehrlich irren. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Oh Gott, Shantytown. Oh Gott, das ist wahrscheinlich hier das Armutsviertel. Eieiei. Oh. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon sehr bald. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Anscheinend schon. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Bar. Und schauen mal, was uns in der Bar erwartet. Achtung! Aber wie geht nochmal dieser Move, ey, mit dem... Ich würde gerne diesen Finishing-Move nochmal machen, aber ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. War das R1 gewesen? Nee, R1 ist wechseln. Das ist dann... Ich weiß das gar nicht mehr. Hallo Jungs! Na, wie schaut aus? Was hat der denn? Alter, wie der gerade gezuckt hat. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Ah, dem geht's nicht gut. Okay, na dann. Kann ich hier... Oh, what the fuck? Warum hat der eine Waffe ausgepackt? Ach so, weil er dachte, ich wollte ihn jetzt beklauen. Ach geil, ist ja cool. Hauptsache sie darf dahinter, nur ich nicht. Ja, Taschen leer. Dann gehen sie lieber weiter. Silver Eagle liegen hier rum. Also man sollte natürlich auch nicht beklauen, die Leute. Was ist hier hinten? Eine Gitarre. Ich habe früher mal Gitarre gespielt. Will the circle be unbroken by and by, by and by, is a better home awaiting in the sky, in the sky. Ist das schön? Boah, ist das schön gewesen. Kann man das nochmal machen? Ich finde das voll geil. Boah, wie geil das war. Ich war gerade total fasziniert, dass ich auf einmal anfing zu singen. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Wo? Wo sieht sie denn ein Lockpick? Ah, hier. Nee, hier sind Schlüssel. Wo sieht sie denn ein Lockpick? Kann man mir das mal einmal verraten? Eine tote Ratte. Ah, hier war der Lockpick, okay. Ja, was haben wir hier? Ein Voxophon? Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy... Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Wie der immer sofort die Knarre rausholt, ne, sobald man hinter der Theke geht. Okay. Ja gut, jetzt haben wir die Bar mal durchsucht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Meine Güte.
Hat Elisabeth gerade horizontal gelegen? Oder habe ich das gerade im Augenwinkel falsch gesehen? Bin mir nicht so sicher. Hier geht's zur Polizeistation. Alter, was? Da drüben ist ein Riss. Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt. Ich hab Hunger, Bill. Perfekt. Schon dabei. Fressalien! Aus dem Weg! Fressalien! Fäkalien! Gewitter? Was sind Sie lieber? Tötig oder tot? Da muss man bestimmt lang, ne? Ja, ist klar. Ich geh mal hier gucken. Okay. Oh, da ist ein Silver Eagle drin. Oder 8 Stück nehmen wir mit. Haben wir wieder ein bisschen... Musste gerade mal ganz kurz husten. So. Mein Gott, die haben Leute, ey. Das ist so... Aber sowas ist, wie gesagt, das... Müsste gar nicht... Sowas dürfte eigentlich gar nicht passieren, wenn man alle... Wenn alle zusammenhalten würden, würde sowas eigentlich gar nicht passieren, Armut. Aber sobald... Leute Geld sehen... Denen doch egal, ob wir alle draufgehen. Sobald Leute Geld sehen, werden sie ganz anders. Einige Leute vergessen, wo sie herkommen. Einige Leute... können mit Geld einfach nicht umgehen. Manche die Menschen behandelt? Und andere... Und hier gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genau so abläuft. Ja. Bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Und das gibt's überall. In jeder Gesellschaft. Egal welche Religion, egal welche Politik, egal wo du bist auf der Welt, überall gibt es Armut und das ist sehr schade. Das muss nicht sein. Ach ja, so. Hier ist was Neues. Was haben wir hier? Neue Ausrüstung, neue Hosen, wütende Stampfer. Wenn deine Gesundheit extra niedrig ist, fügst du zweimal mehr Schaden zu. Oh, geil. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Alter, das ist ja geil. Unsere... Ich glaube, ich lege das neue mal an. Ja. Was ist das hier eigentlich für ein Automat? Ist das irgendwie so ein Barbierautomat? Ein automatischer? Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Huh, what the fuck? Was ist da oben? Alter, wow. Ich mach erstmal da oben das eine Geschütz weg. Danke! Wow! Danke! Alter, jetzt muss ich aber aufpassen. Alter Schwede. Ich seh nichts mehr. Danke! War es das? Da ist doch noch einer irgendwo am Leben. Aber wo? Irgendeinen habe ich noch gehört. Aber wo ist der? Ich sehe den nicht. Da. Patriot, da drüben. Wo? Ne. Keine Muni mehr. Fuck. Da
Okay, wir machen es anders. Geh an die Seite, du stinkst nach Maggi. Meine Güte. Hast du schon mal beten gelernt? Ich hoffe, ich finde immer irgendwo Muni. Wo ist der Patriot? Hier, Munition! Ja, gib her! Bitte sehr! Danke! Wenn ich genau ziele, müsste ich ihn eigentlich ausschalten können. Jawohl, sehr schön. Ist das spannend gerade. Alter, uah. Lebt er noch? Nein. Wollte schon sagen. Puh. Wie gut, dass wir mehr Munition aufgelevelt haben. Das erleichtert einiges, muss ich sagen. Oh Gott, 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 wo geht's jetzt hin? Oh Gott, wo sind wir denn hier? Wofür ist diese Bärenfalle? Will ich das wissen? Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde, oder irgendwas. Sie hatte gerade Munition für uns, aber egal, wir sind jetzt weitergegangen. Ich frage mich, wie dieser Move nochmal geht mit dem... Alter! Ah, so! Die sah so ein bisschen aus... Die sah so ein bisschen aus wie aus Punch, die... Ich seh nix. Wollte ich schon mal auch mal ausprobieren. Alter Schwede. So. Kannst du dir das mal ansehen? Mal schauen. Raketenautomat, was ist denn da drüben? Ich würde gerne, bevor wir da reingehen, mal eben kurz da drüben rein. Hier irgendwas? Hier? Aha, okay. Nur mal umsehen. Vielleicht nicht, dass wir irgendwas hier vergessen und irgendwas liegen lassen, was vielleicht wir gut gebrauchen können. Vielleicht liegt hier nochmal Munition rum oder so. Nee, nischt. Hier ist nischt. Ich finde das geil mit diesen Schienen, dass man hier so dran gleiten kann und so. Das macht irgendwie totalen Fun. So, ich würde sagen, da wären wir hier an einer Polizeistation und da gehen wir rein. Ich würde sagen, wir gehen dort rein in einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder und oder in einem anderen Video, je nachdem. Und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem, was ihr treibt und sagt dann mal bis dann. Tschüss.